sicher, was ich mit zwei Buschmännern und Rieseneiern hier mitten in der Kalahari mache. Aber es dreht sich nur um das eine, das weiße Gold der Kalahari. Bleiben Sie dran. The Kalahari of Southern Africa, one of the largest deserts on our planet. Its name is from the local Setswana word Kalahadi, meaning the great thirst. In African mythology, it is a place of many legends. Our ancestors spoke of lost cities and ancient hidden lakes here. They whispered about an age-old treasure under the sands, the white gold of the Kalahari. Today we know it is real. Ich stehe hier auf diesem unglaublichen Salzsee, 300 Millionen Jahre alt. Da waren hier schon die Dinosaurier davor. Und diese Salzsohle, die hier unten im Untergrund liegt, die pumpen wir auf die Oberfläche. Dann wird das von dieser unheimlich heißen Sonne getrocknet. Die Hitze von 40 Grad Celsius mit der Sonne hier, die das Salz natürlich trocknet. Da sind keine Zusätze dabei. Und das kreiert dann eines der reinsten Salze der Welt. Wir haben das von Geologen testen lassen. Wir haben hier überhaupt keine Zivilisation. Da ist null Verschmutzung hier. Also sie kriegen wirklich ein absolut natürliches Produkt. We Africans know, Europeans only believe what they can see, touch or taste. So we asked German celebrity chef Stefan Wirtz to come and taste our salt for himself. Das ist es, was das Kalahari-Salz für mich so besonders macht. Diese leichte, kristalline Form und ein toller, erdiger Geschmack. Long before the term holistic became fashionable, we here in Africa practiced it. You cannot take something from Mother Earth without giving back to it and the people that live there. This would upset the spirits. The sand people, or bushmen as they are sometimes called, have lived in the Kalahari for at least 20,000 years. Today they are marginalized. Nature reserves, farms and fences have cut through their traditional hunting grounds and robbed them of their way of life. They are the real masters of the Kalahari, and we want to share with them. Now that has to be celebrated. And there's no better way than with a traditional hunt. The local sand call Stefan Big Man and show him where they go shopping for fresh ingredients. A bit like lemon. Smart lecker, huh? Sieht aus wie ein Salat. Schmeckt ein bisschen nach Sauerampfer. Aber real fresh. Und wenn wir gleich gejagt haben, machen wir uns davon Salat. Ja. Gut. Ach, Schnäbelmädchen. Löwe. Lion. Kalahari heißt ja der große Durst. Jetzt erst weiß ich, was damit gemeint ist. Es wäre so schön, jetzt am Meer zu sitzen und was Kaltes zu trinken zu haben. Cape Town, home of Africa's best restaurants and the ideal testing ground for our Kalahari salt. Ich bin ja mal gespannt, ob das Land mit gleich zwei Ozeanen auch eine Menge an Meeresfrüchten zu bieten hat. So, heute soll es ja Fisch geben. Das hier ist ein Yellowtail. Oh, gute Qualität, schöner frischer Fisch. Das hier ist ein Kingclip. Ist jetzt nicht so mein absoluter Favorit, aber hier haben wir einen schönen Cape Salamon. Das ist also ein Lachs hier vom Kap. Und das hier, oh, eine Spezialität hier aus der Gegend. Ist aber ein bisschen mit viel Gräte behaftet. So, and you, can you clean it for me? Okay, thanks a lot. Yes. So, dann haben wir einen wunderschönen Fisch. Und vor meinem inneren Auge liegt er gleich unter einer wunderschönen Kruste aus Kalahari-Salz und bleibt dadurch extrem saftig. Here at the Cape of Good Hope is where you can find the finest chefs of South Africa. How will they judge this ancient salt from beneath the Kalahari dunes? So, zum Yellowtail machen wir ein Chutney von der Mini-Ananas. Ach, Top-Produkt. Mhm.
haben immer mehr weltweit große Köche, Gourmet-Köche, die dieses Salz verwenden. Craig, what do you think about the salt? What was your experience with that salt? Kalahari salt for me has been quite special after we first chatted. And sending me the samples, I was delighted by the flavor. And I think it, with salt around the world, it's been incredible how each of these flavors is so significantly different. For me, I enjoy the whole full-roundedness on there. It's quite a salty salt, if one can say that. Yeah. But for me, I really enjoy the flavors, and I think it enhances food dramatically. Frischer Thymian bildet jetzt die Kräuterbasis, ein bisschen grob geschnitten. Dann haben wir hier schönes Eiweiß. Und natürlich brauchen wir jetzt richtig viel Kalahari-Salz. Ungefähr 1,5 Kilo. Es können aber auch ruhig 2 werden. So. Und dann schön zusammen matschen. Frischen Kräuter, das Eiweiß und natürlich das gute Kalahari-Salz. Und zum Schluss noch ein bisschen Öl. So, und diese Kalahari-Salzkruste kommt jetzt auf den Yellowtail. So. Schön auf ein paar Kräuter gestellt. Das ist aber ein Monster. Dann muss ich ein bisschen platzieren. Und jetzt kommt das Wichtigste, dass das Salz einfach von oben auf den Fisch verteilt wird. Und das Ganze auch noch dadurch gestützt wird. Die Kräuter müssen immer auf die Hautseite drauf, weil die geben das Aroma. Und zum Schluss machen wir noch eine ganze Dosis von dem guten Kalahari-Salz oben drüber. So abgedeckt schieben wir ihn jetzt in den heißen Grill. So, und die Stunde Wartezeit nutzen wir für eine kühle Erfrischung. The waiting guests around the table have tasted it all. But obviously, nothing like Stefan's Yellowtail in Kalahari salt crust. Even sea salt is often polluted nowadays. Not our Kalahari salt. It was hidden away under the sand dunes for at least 280 million years, protecting it from any form of contamination. In the factory, it is only crushed and packed straight away. No additional ingredients are added whatsoever. The salt stays in its purest and most nutritious form. Quality and hygiene are permanently monitored here. Wir machen jeden Monat Qualitätskontrollen. Wir machen auch Reinheitskontrollen hier. Die Reinheit des Salzes ist immer 99,8%. Also ein sehr reines Salz. Es ist ein sehr natürliches Produkt. So sieht er nun aus, der Springbock. Und da ich ja mitten in der Kalahari bin, möchte ich auch was machen, was hier aus der Gegend nicht wegzudenken ist. Poikikos heißt das. Dazu braucht man einen dicken Topf. Bisschen Knoblauch, bisschen Zwiebeln, aber alles nach Variante. Ich schneide aus meiner Keule raus, denn am Knochen ist immer das frischeste und auch das zarteste Fleisch. Und der Gag dabei ist, er wird niemals umgerührt und es hat einfach nur Kräuter drin, ein paar Ingredients, die rumliegen. Also jetzt mal eine Möhre, eine Kartoffel. Und ganz, ganz wichtig ist, dass das Fleisch übereinander geschichtet wird. Dann wird es gut mit dem Kalahari-Salz gesalzen. Dann kommt erst das dicke Gemüse drauf und das Ganze wird einfach ins Feuer gestellt. Und man kann sich selber ablöschen und auch das Fleisch mit einem kleinen Cider. Und dann kann der Poikikoi losgehen. The Sand have known how to use nature's products since the beginning of time. Now we want to share this with friends all over the world. A celebration of purity and flavor in its most natural form. Our white gold of the Kalahari.